So. Rauf da. Von hier aus können wir, glaube ich, überall so weit hin. Bums. Wisst ihr, was ich mich gerade frage, weil SpongeBob ja doch auch irgendwo ein bisschen Kindheit ist? Warum gibt es eigentlich kein Videospiel zu Weihnachtsmann und Coca-G? Warum hat sich da noch keiner rangetraut? Oh, da wäre ein Schalter. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Okay, wir haben auf jeden Fall keinen Zeitdruck. Oh, ja, warte, ich hab mich vertan. Ich hab gedacht, der wäre schon vor mir. Oh, moin. Nennt mich auch Schwaminator. Hier ist übrigens die Bushalte. Lol, dass ich das nochmal erleben darf. Verpiss dich. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Rabums. Schenkel öffnen ist klasse. Hier können wir noch nicht hoch. Da oben ist ein goldener Funwender. Allerdings haben wir hier, falls es einer Fähigkeit bedarf, diese Fähigkeit noch nicht. Oder komme ich so hoch? Nee. Ist hier irgendwie noch ein Schalter oder ähnliches? Ich soll hier vielleicht auch einfach noch gar nicht sein gerade. Wie dem auch sei, erstmal wieder zurück. Und dann gehe ich erst einmal. Da ist auch eine Bushalte und da müssen wir auch wieder Kohle loswerden. Die ich eigentlich lieber für Mr. Krabs hätte. Alle Neune! Ja, okay. Hä? Ich wollte gerade fragen, geht die auch wieder hoch oder? Da ist ein Gegner, den habe ich schon gesehen, alles gut. Warte. Oh, das ging auf jeden Fall gut daneben. Nicht in den Strom. Jo, er trifft mich natürlich, ich ihn nicht, weil er zu weit außen ist. Da ist wieder ein Schalter für Blasenbowling. Ich kann aber auch da lang, warte mal. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Linker Wandsprung aktiviert. Ah, okay. Darum konnten wir da gerade noch nicht lang. Verstehe, verstehe, verstehe. Sehr schön. Komm her, mein Junge. Komm her. Ey. Explosionsfücki. Ja, cool, dass mein Angriff nicht gezählt hat. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. So. Riecht nach. Nee. Ja gut, dann halt den hier. Ich muss schon sagen, schöne Jump-Run-Ideen hat das Spiel. Es sind halt auch Kleinigkeiten, die mich quasi da aufregen. Yo. Ich meine, wir kriegen genug Energie wieder, aber trotzdem ein bisschen nervig. Ja, ich hab doch losgelassen. So, jetzt können wir da hinten weiter. Alles klar. Aber. Unter anderem. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, die Socke haben wir. Wie komme ich denn da oben hin? Warte, bevor wir da aber hingehen, gehe ich auch definitiv erst nochmal hier hin. Hier können wir zu Patrick wechseln. Ob wir das müssen, ist so die Frage. Du bist mein Held. Hey!
Du bist gelb! Seit wann das denn? Held gelb. So. Okay. Ich will die eigentlich nicht opfern, aber wir müssen. Möchtest du 2300 glänzende Objekte an die Muschel verfüttern, um eine Patrick-Wippe aktivieren zu können? Ja, let's go. Okay. Ich habe Fragen. Oh! Jau! Oh nein, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, wer kann denn damit rechnen? Müssen wir es mit Patrick machen? Ernsthaft? Scheint gerade so. Deshalb die Patrick-Wippe. Aber dann müssen wir die Plattform hier ja drehen können, theoretisch. Warte. Autsch. Ja! Autsch. Hallo, lass mich doch mal reagieren, Alter! Boah, bloß keine Zeit lassen zum bereit. Reagieren. Ich bin bereit, ich bin bereit. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Cool, die Fläche ist gedreht. Das ist natürlich Oberklasse. Sag mir bitte nicht, dass ich die Wandsprünge nochmal aktivieren muss. Nee, die scheinen aktiviert zu sein. So, warte. Auch hier brauchen wir Patrick. So. Und auch hier brauchen wir Patrick, aber... Oh, es ist alles blau. Okay. Bleibt das denn so? Das beantwortet mir meine Frage. Also nein. Okay. Bushalte. Wechseln wir mal kurz zu Patrick. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Okay. Überlass das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen und in die verschiedenen Apfelmaschinen werfen. Ja. Die Fruchtwürfel früchten? Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf werfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine, sie neigen dazu, hochzugehen. Na dann. So. Juhu, los geht's! Nur mal rein aus Interesse, was passiert, wenn ich jetzt hier... Hey, dich kenn oh Mist, hier wollte ich gar nicht hin. Doch dieser Typ. Ja, damit hätte ich aber rechnen müssen. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Ich muss nochmal zurück. Kriegst du das hin? Ich kann von hier oben Thaddäus Haus sehen. Und er hat gar keine Hose an. Ach halt, er trägt ja nie Hosen. Jetzt hör zu. Dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Ja. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Okay. Entschuldigung, wie war das? Ich hab Thaddäus beobachtet. Fang einfach an, diese Zylinder umzudrehen. Okay. Aber ich will erst mal sehen, wo ich hier bin. Hier ist Blasenbowling für SpongeBob. Hier kommen wir wieder zurück. Ich will natürlich wieder zu Blaubasch. Ach, Meerjungfraubahn, Entschuldigung. Bei Blaubaschpumpe sind wir ja gerade. Ja, warte. Anscheinend muss ich... Ist sie wieder da, die Frucht? Ja. Wo
Aber was stand da gerade? Da stand doch gerade was. Kann das da bitte nochmal stehen? Okay, warte, ich peil's gerade noch nicht so ganz. Hier kann ich nur mit Blasenbowling. Nee, kann ich nicht. Ein von vier Schaltern. Wozu das wohl gut ist? Ich will doch da gar nicht drauf werfen. Boah. Ein paar sind gedreht, ein paar nicht. Okay, jeder zweite ist gedreht. Warte. Jetzt sind alle so gedreht, warte. Ich denke, den Schalter muss ich schalten, wenn ich... Okay, jetzt sind die auf mich gerichtet. Warte. Aha, okay. Und jetzt muss ich... Ja, okay, aber die sind eh aktiviert. Also wird das relativ wurscht sein, oder? Ah, gut gemacht. Jetzt haben wir genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Boah. Hier, nimm diesen goldenen Pfandbänder. Ja, aber sehr gerne. Oh, Junge, Junge, Junge! Ein von vier größeren Schaltern. So, warte, wir gehen hier erstmal wieder zurück. Oh, oh! Ja, Moment. Schlimmer. Oh, ja, man wird von allem getroffen gefühlt. So glänzend! Ich bin gerade ein bisschen, merkt man gar nicht, orientierungslos. Hier muss ich hin, genau. So, das war die Wippengeschichte. Die haben wir benutzt. Jetzt probieren wir mal den Scheiß hier. Besser. Jetzt probieren wir mal den Scheiß hier. So. Ja, ich wollte gerade sagen, so langsam dürfte die mal explodieren. Ja... Lässt sie sich 8 Jahre Zeit. So. Ja komm, scheiß drauf, ich gehe so zurück und warte dann, wenn ich zu schnell bin, was ich sein werde. So, jetzt kommt der Spaß. Unterwäsche richtig passt. Okay. Ihr habt es geschafft! Jetzt kann ich etwas schlafen. Na dann, gute Nacht. Ich wollte gerade sagen, gib Belohnung, Rudi. Gib Belohnung, Junge. So.
Okay. Patrick braucht man ja hinten auch nochmal bei Thaddäus, dass er die andere Sprungchance vor dem Schanze. So. Ich denke aber, ich wechsle jetzt wieder zum Schwamm. Und dann gehen wir jetzt dahin, wo wir die Wandsprünge machen können und sollen und müssen. Ja, fick dich! Das hasse ich so sehr an dem Spiel, ne? Dass die dich in der Luft treffen können, ist das eine, aber dass du dann keine Chance hast, noch zu reagieren, das ist so abfuck einfach. Das ist so abfuck. Ja, komm! Ja, der trifft mich natürlich trotzdem. Jetzt bin ich zu langsam und der trifft mich gleich in der Luft, wenn ich Pech habe. Zu hübsch. Ich halte nicht aus. Nimm das. Oh, hier kann man auch Patrick rufen. Warum man auch immer das hier an der Stelle machen sollte. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So. Schenkel öffnen ist klasse. Und flatsch, flatsch, flatsch. Ist ja so aufregend wie bei Ninja Gaiden, du. Oh. So, hier ist erstmal ein goldener Pfannwender. Das ist ja schön. Und ein weiterer Schalter. Warte mal. Das da ist die Fläche, wo wir mit Patrick gerade oben waren, oder? Ja. Ja, ja, ja. Das ist die, okay. So, erstmal einen goldenen. Und jetzt verstehe ich auch, warum man zu Patrick wechseln kann. Weil da wird's zu Thaddäus gehen. Damit ich wieder über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Der erste ist gleich hier. Ja. Die Schalter drücken. Verstanden. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Yep. Dann bekommst du eine Belohnung. Okay. Hierhin zurückkommen. Alles klar. Hörst du mir überhaupt zu? Na klar. Zuhören. Alles klar. So. So, 2 von 4 haben wir. Ich hoffe, ich habe nicht schon irgendwo grob einen übersehen. Wofür ist das hier? Okay. Drücke den Hauptabschaltknopf, um die Brücke zum Bösewicht-Isolationsgebiet herunterzulassen. Alles klar. Dennoch kann Patrick den Wandsprung auch. Werden wir gleich herausfinden. Nö. Hä? Warte. Führt die Kiste dann gar nicht dahin, wo ich dachte, dass sie hinführt? Doch, muss, oder? Warte mal. Die geht doch zurück zum Anfang. Ja, richtig. Und hier müssen wir mit Patrick hin. Hier ist aber keine Bushaltestelle. Warte. Wenn wir die jetzt aber drehen, bleibt die vielleicht diesmal gedreht, wenn wir nicht verrecken. Die nächste Bushalte ist da, genau. Dreh dich bitte nicht zurück. Ich muss dann nämlich zurückkommen. So. So, dicker Schwamm, lauf. Schwamm. Dicker Seestern, meine ich. Macht der Gewohnheit, wenn man die ganze Zeit mit dem Schwamm spielt. Ach, Kacke. Aber er kann kein Blasenbowling. Hä? Wie soll man das denn dann machen? Ich
Über die Kiste, ja, soweit so gut. Warte,